Thank you very much. In the, some of the questions. Vielen Dank. In the meantime, I would suggest, since einige Fragen, die uns jetzt in der Zwischenzeit erreicht haben. Ich würde vorschlagen, da die auch hauptsächlich aus Deutschland kommen, beziehungsweise aus der deutschsprachigen Region hier in Europa, dass wir die für später aufheben, zum Beispiel für den Wochenpodcast. Aber ich habe mir eine Frage für das Ende aufgehoben. Es klingt wie eine sehr einfache Frage, aber mein Gefühl sagt mir, dass es eine sehr fundamentale Sache anspricht, nämlich die Frage der persönlichen Identität. Die Frage kommt von einem Unterstützer. Der sich sehr um die Entwicklung in dieser Welt sorgt, was natürlich der Fall ist von vielen Leuten in dieser Welt. Und er stellt die Frage, wie man das dann mit Familien und Freunden anspricht. Er sagt, er hätte es versucht, aber das ist schwer. Ich unterstütze alles, wo es eine vernünftige Möglichkeit gibt, dass es durchgesetzt werden kann. Aber für mich, fragt derjenige, der wenig Mittel hat zu meiner Verfügung, was kann ich persönlich tun, um die notwendige Veränderung auszulösen? Und ich glaube, das nehmen wir als die letzte Frage für den heutigen Abend. Nun, ich glaube, dass die Rolle des Individuums in der Geschichte eine sehr wichtige Frage ist. Diese Frage wurde von meinem Ehemann sehr betont in der jüngsten Vergangenheit. Und jeder, der mit kreativem Denken beschäftigt ist, denkt das auch. Denn das ist die Rolle des Individuums, das kreative Denken. Das wird nicht durch zwei Menschen gemacht. Wenn man eine poetische oder musikalische Idee hat, dann ist es eine einzigartige Idee im individuellen Geist. Man muss nämlich eine Gestalt, eine Idee formen, die höher liegt, in einem höheren Bereich. Jeder kreative Prozess findet in der Art und Weise seinen Ausdruck. Denken Sie doch mal daran, wie viele Entdeckungen schon von solchen Individuen gemacht worden sind, die entweder in einem kulturellen, sozialen Kontext passieren oder auch nicht. Auch manchmal gegen den Mainstream. Aber man muss ja nicht bei Null anfangen, denn in diesem Augenblick ist die Tatsache, dass unsere Bewegung existiert in der Welt, die vielleicht am Anfang der 1950er Jahre begonnen wurde, als mein Ehemann LaRouche die vorherrschenden Ideen von Wiener und von Neumann kritisiert hat, weil sie die fundamentalen Ideen der Wirtschaft nicht adressierten. Das war wohl der Beginn der Organisation. Und in diesen 50, 60 Jahren sind wir zu einer anerkannten und respektierten Alternative zum jetzigen System der Globalisierung geworden. Wenn Sie uns das erste Mal treffen, dann wissen Sie das vielleicht nicht. Aber die Macht der Ideen kann die Geschichte verändern. Die bemerkenswerteste bemerkenswerteste Beispiel war wahrscheinlich unsere Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Präsidenten López Portillo und dem Programm, das wirklich die westliche Finanzwelt erschüttert hat und auch die Wall Street zum Einsturz gebracht hatte. Ein weiteres Beispiel ist LaRouches Programm Strategic Defense Initiative, SDI, die offizielle Politik der Reagan-Administration geworden ist, die er am 23. März 1983 in einer Fernsehansprache aufgebracht hat. Und
Die Tatsache, dass die sowjetische Andropow-Regierung diesen Vorschlag abgelehnt hat, führte dann zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Und Herr LaRouche sagte dann voraus, dass die Sowjetwirtschaft in 5 Jahren zusammenbrechen würde, wenn sie diesen Vorschlag ablehnen würden. Niemand hielt das für möglich. Und dann passiert es doch. Und dann hat man in Russland angefangen, LaRouches Ideen sehr intensiv zu studieren. Sehr viele Wissenschaftler, Akademiemitglieder fragten sich, wie war es möglich, dass Herr LaRouche den Zusammenbruch der Sowjetunion vorhersehen konnte, während alle anderen das nicht konnten. Herr LaRouche hat einen einzigartigen Katalog von solchen Vorhersagen, wo seine Gegner alle gescheitert sind und die vorherrschende Ökonomiezunft sollte wirklich einpacken und sollte sich der physikalischen Ökonomie anschließen, statt ihre dummen Vorhersagen weiter herauszuposaunen. Wir haben mit Indira Gandhi zusammengearbeitet. Wir haben mit der chinesischen Regierung an der Eurasischen Landbrücke zusammengearbeitet. Wir haben viele Freunde in Afrika, die wissen, dass unsere Politik die einzige Hoffnung für den Kontinent darstellt. Wenn man sich unsere Organisation also anschaut, sind wir nicht nur irgendeine lockere Gruppe von Leuten in einem Land wie die Büso, sondern wir haben in den letzten 40 oder 50 Jahren uns etabliert als die Alternative zu dem jetzigen oligarchischen System, indem wir Entwicklungsperspektiven vorgeschlagen haben, für Afrika, den Oasenplan für den Nahen Osten, Operation Huaraz für Lateinamerika, dann die Weltlandbrücke. Viele Leute, die glauben, dass das ein besserer Weg ist, den man einschlagen kann, wissen, dass wir eine völlig andere Prinzipien verkörpern als die jetzigen vorherrschenden Mächte. Und wenn man sich die Matrix der öffentlichen Meinung und Popkultur anschaut, in der Jugendkultur, in populärer Unterhaltung, dass es überall einen Verlust gibt an den Prinzipien der klassischen Poesie und klassischen Komposition, dann kann man sagen, dass die Arbeit, die von meinem Ehemann initiiert worden ist, Lynn LaRouche, beigetragen und zu der von vielen Mitgliedern dieser Organisation beigetragen wurde, dazu führt, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo die Menschheit in Gefahr stand, in ein dunkles Zeitalter abzurutschen, dass wir die Menschheit wirklich wiederbelebt haben. Also wir studieren Dante Alighieri, Petrarca, Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans und alle möglichen Dichter und Komponisten wären verloren, wenn es uns nicht gäbe. Also man muss sich also die Blütezeiten der Vergangenheit vor Augen halten und konzeptionalisieren, um eine neue Renaissance zu starten. Wir sind also relativ gesehen eine kleine Kraft, eine kleine Organisation, personell gesehen. Aber wenn man uns beitritt, wird man sofort Teil davon und partizipiert an dieser mächtigen Kraft, die wir als internationale Organisation repräsentieren. Die Frage also, was kann ich als Einzelner tun? Sie sollten Ihren Verwandten wirklich auf den Geist gehen. Denn uns haben auch viele gesagt, ach ja, du bist ja voll daneben, du hast ja Unrecht. Und heute sagen die uns, ach ja, du hattest ja vollkommen recht. Sie sind natürlich vollkommen beeinflusst von der öffentlichen Meinung, gehirngewaschen von den Massenmedien. Und wir sind in einer so tumultösen und dramatischen Periode, wo alles sich vollkommen verändern kann. Arbeiten Sie an Ihrer eigenen ästhetischen Erziehung, werden Sie ein besserer Mensch, um besser dazu beizutragen, wie sich die Menschheit in dieser großen Gefahr entwickelt.
werden Sie Teil der Organisation, denn zusammen können wir sehr viel erreichen. Wir haben erreicht, wir haben gezeigt, dass wir die Debatte wirklich verändert haben über das galaktische Wetter, über das Trennbankensystem Glass-Steagall. Niemand hat darüber gesprochen. Trennbankensystem war jedem vollkommen unbekannt und jetzt weiß es jeder. Also haben Sie Vertrauen. Und wenn man tut, was notwendig ist, dann findet man, so wie Schiller es gesagt hat, seinen Frieden in der Notwendigkeit und wahre Freiheit. Denn dann macht man aus seinem Leben etwas, was absolut wichtig ist für diese historische Situation und wie sie ausgeht. Well, thank you very, very much, Helga. I think that this extraordinary webcast. Vielen Dank, Helga. Dieser außergewöhnliche Webcast gibt uns eine Menge Stoff zum Nachdenken. Und in vielen Fällen ist es sogar ratsam, diesen Webcast nochmal anzusehen und andere dazu zu bringen, ihn mit anzuschauen. Organisieren Sie Treffen, öffentliche Vorführungen für diesen Webcast. Ich möchte noch etwas sagen, das mich immer wieder berührt, wenn wir solche Ereignisse, Veranstaltungen haben wie jetzt. Alles Geld der Welt können diese konzeptionellen Diskussionen nicht ersetzen, die wir hatten heute Abend bei diesem Webcast. Und allein aus diesem Grund sollten sich die Menschen wirklich überlegen, was sie tun können. Spenden Sie unsere Bewegung, wo immer sie auch sein mögen. Wenn Sie in einem Land sind, wo es keine Organisation gibt, dann helfen Sie uns, eine Organisation in Ihrem Land aufzubauen. Ich hoffe, dass es mehr solche Veranstaltungen in der nahen Zukunft geben wird. Ich möchte dir ganz herzlich danken, Helga, und möchte auch dem Publikum danken. Und ich hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen.